Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich habe mal ein bisschen Zeug weggelegt, damit wir ein bisschen mehr tragen können. Mein Gott, wir müssen unsere Stärke ausbauen, ne? Wir müssen so viel tun. Aber was wir jetzt erstmal tun müssen, ist die Waffe, die ich ausgewählt habe, in den Slot zu packen. Ups. Ich habe ein paar Waffen auch weggetan, zum Beispiel auch dieses Injektionsgewehr, weil hat mich momentan noch nicht so überzeugt. Finde ich noch nicht so nützlich. Auch wenn da manche mir sicher widersprechen werden jetzt. Ich werde die Lasermuskete auch umlegen, oder? Nee, lassen wir mal. Da sind Gewehre, rechts sind normale Handfeuerwaffen, links sind Schrot. Okay. Läuft. Okay, ich habe keine Ahnung, wo sich das befindet, was wir suchen. Aber wir müssen einfach mal schauen. Apropos, ich kann jetzt auch eigentlich noch mal auf das Scharfschützengewehr umsteigen, denn wir haben dafür ja, fast 1000 Schuss. Zum Glück wiegen die Schuss nichts. Ah, guck mal. Och, ja, Mensch. Wieso habe ich das denn vorher nicht gefunden? Und wir kriegen ganz viele Leuchtepilze. Die sind saugut, weil wir dadurch Red Away machen können. Das sind anscheinend Pilze, die gegen Red helfen. Und Hirnpilze sind auch lecker. Kann ich eigentlich. Ah, ich kann hier die Reifen nicht wegmachen. Wie doof. Aber ich kann den Benzinkanister mitnehmen. Das ist cool. Und die Kaffeekanne, die bringt das Asbest. Oh, und diesen Ölkanister. Nee, Leute, das muss ich ganz schnell nochmal wegbringen, weil. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier ist. Ich habe jetzt einfach, bin jetzt einfach mal stark in irgendeine Richtung gelaufen und bam, schon war ich da. Das ist schon cool, ne? Das ist schon cool. Ja, ich glaube, ich werde hier echt Siedler ansiedeln und den Häuschen bauen. Mal gucken. Muss ich mal gucken, wie ich dazu komme. Denn es wäre schon schön, denke ich, wenn hier noch ein paar Siedler wären, die auch für mich Zeug holen, also kleinen Crap sammeln über dieses eine Perk, das wir haben. Ja, ist eigentlich ein ganz offensichtlicher Weg, ne, wo die Höhle ist. Oh Mann, ich bin so doof. Okay, wir nehmen auch weiterhin Hundi ein bisschen mit. Ich weiß nicht, vielleicht nehmen wir Kareema mit. Ihr könnt mir das ja sagen, ob ihr das wollt. Und ob das, also sinnvoll wird sicher sein. Es gibt sicher irgendwelche Orte, irgendeine Universität, wo die sehr gut klarkommen wird oder irgendwelche Wissenschaftler, wo wir sie mit hinnehmen müssen. Oder müssten, könnten, sollten, dürften. Crap. Tot. Oh nein. Okay, sogar zur Hüfte geht noch. Mit dem Ding. Macht gut Schaden, muss ich sagen. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Fleisch. Lecker, lecker Fleisch. Ich höre noch was. Ich höre was rumkrapseln. Ja, hier haben sie anscheinend ziemlich viel Mist entsorgt in dieser Höhle. Haben wir ja gelesen. Und man sieht ja auch, wie viel Pilze hier wachsen und alles Zeug. Interessant, weil. Ob hier so viel Strahlung sein wird? Wir kriegen sehr viele Leuchtepilze, die sind ja immun gegen Strahlung. Oder wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, komm, die Zähne können wir auch mitnehmen. Wir sind relativ nah an der Werkbank. Wir müssen nicht schnell reisen, um irgendwo hinzukommen. Das ist wohl das Beste, was wir tun können. Aber ich bin gespannt, was hier so auf uns wartet. Oh nein, hier ist natürlich Red. Wir haben so einen alten Atomreaktor hingeschmissen. Was soll das denn? Red-X, Red-X, Red-X. Weißt du was? Ich lege mir das Ding jetzt mal. Ich habe jetzt nicht so viel. Ich lege mir Red-X mal hier hin und ich lege mir Med-X mal hier hin. Nur, dass man es für den Notfall hat. Sehr gut. Jetzt wird es wahrscheinlich trotzdem hochgehen. Aber wir haben einen Fusionskern gefunden. Oh, super. Ja, das war wirklich mein Alter. Mülljägeraufzeichnung. Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit der höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages und wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Really? Vizepräsident Region Boston. Wow. Really? Okay, wenn wir schon wieder drin sind, nehmen wir auch den ganzen Quatsch mit. Krass. Ja, übrigens, sind der beste Müllentsorger im ganzen Land. Ja. Okay. Ich nehme jetzt auch die Pistolen alle mit, weil diesmal sind sie auch wirklich nützlich, Leute. Es ist so gut. Also richtig nützlich. Nicht nur für Stahl, was einem nicht viel bringt, sondern für ordentlichen Kram. Oh, ich freue mich so auf dieses Spiel jedes Mal. So gut. Ich nicht gedacht, dass mich das so beeindruckt, dass ich vor allem auch einen Kombischrauber vielleicht. Dass ich da vor allem auch noch wirklich ein Let's Play zu mache. Fallout 3 wollte ich ja nicht Let's Playen. Also habe ich als Stream-Projekt gemacht, weil es mir sonst wirklich zu langweilig geworden wäre. Leider, leider. Muss man schon sagen. Nehmen wir die Löcher auch noch mit. Vielleicht da noch ein bisschen.
cooler Stoff drin, den wir gebrauchen können. Ist das hier alles? Nein, das ist nicht. Hier gibt es noch ein bisschen mehr anscheinend. Okay, ich bin gespannt, was hier noch so kommt. Sicher nicht viel, weil das eine der ersten Anlaufstellen ist und auch nicht sicher so schwer ist. Okay. Außer wir finden hier nochmal die Leuchteratten. Oh Gott, nicht den Hund treffen. Dankeschön. Alter. Leuchteratte, verstrahltes Blut. Haben wir in der anderen nicht gefunden? In der anderen Leuchteratte. Abraxo-Putzmittel brauchen wir. Können wir mitnehmen. Abraxo-Putzmittel ist wichtig, aber wow, Leute. Verstrahltes Blut, okay. Aber es scheinen noch mehr so Leuchterrädchen entstanden zu sein. Denn die sind nicht nur in dem Labor gezüchtet worden, interessanterweise. Hier hat es ein paar erledigt. Ich meine, ja, das Wasser trinkst du bitte niemals, Mädchen. Soll der Teddy da einfach am Ertrinken sein? Soll das so aussehen? Weil ich kann nicht mitnehmen. Bisschen schade. Ich hätte den Teddy gern dabei, aber ich will nicht das Red abbekommen. Ach so, ich krieg kein Red. Ne, ich kann den wirklich nicht holen. Okay. Und ein Einsteiger-Safe. Ja, seht ihr, das ist alles noch Low-Level. Weil man hier direkt hinkommt. Wenn man nicht so doof ist wie ich und in alle Richtungen rennt und nicht dahin, wo man soll. Oder wo man Hinweise drauf bekommt. Interessant, dass sie hier sogar ein Safe versteckt haben. Ob sie hier versucht haben, den Fallout zu überleben? In Anführungszeichen, weil sie haben sich ja selber verseucht. Das heißt, hier wird nicht besser gewesen als draußen. Oh, geil. Patronen. Lederrüstung. Revolver-Scharfschützengewehr. Und das ist Schulterrüstung. Ich habe noch keine Schulterrüstung. Ja, ein Revolver-Scharfschützengewehr hätten wir vorher gebraucht. Also hier kann man sich schnell so eins holen. Für alle Leute, die es noch nicht wissen, ab darunter. Kann man sich schnell geilen Scheiß holen. Okay. Warte mal, wir müssen unsere Rüstung vielleicht auch mal anziehen. Ich hält. Das habe ich nicht verpeilt wieder mal. Nee, das ist Armrüstung. Schade. Ist die besser als meine? Nein. Sehr gut. Können wir sehen, wie wir ausschauen? Ah, ich sehe leider gerade nicht. Ich kann nicht rauszoomen. Ne, kann ich leider nicht. Aber ich sehe nicht richtig, wie die, die Kampfrüstung aussieht. Schade. Wir brauchen definitiv bessere Rüstungen, Leute. Das ist echt nicht mehr schön. Ist echt nicht mehr schön. Ja, und ich weiß jetzt, wie ihr Versorgungsrouten macht. Habt ihr ja gesehen in einem der letzten Parts. Dummerweise bringt uns das einfach gar nichts, weil A, müssen die Siedler sich verteidigen können, das heißt, wir müssen ihnen auch dazu Waffen geben. Und B, ja, ne? Ja. Es bringt einfach nicht viel, weil... Komm, den Kram können wir jetzt auch noch mitnehmen. Weil wir einfach... Ja, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, günstiger, so zu produzieren an Ort und Stelle, finde ich. Irgendwie schon. Egal. Aber ich weiß gar nicht, ob die auch nur Schrott transportieren oder so. Ich müsste es einfach mal ausprobieren. Aber ich will das gar nicht. Ich will allen Schrott hier haben, damit ich mich hier wenigstens ordentlich ausbauen kann. Das Dumme ist, hier müsste ich erstmal ein Häuslein bauen, damit hier überhaupt was losgeht, weil wir müssen irgendwo einen Unterschlupf für die Siedler bieten und die Werkstatt ist mein. Die Werkstatt gehört einfach nur mir. So. Ein bisschen weghauen. Die Impro-Pistole zum Beispiel. Die bringt leider nicht so viel. Ah, nur wenn die wirklich auch Teile dran haben. Ah, okay. Impro-Revolver, Scharfschützengewehr. Ja, eine Magnum. Nee, danke. Schraube und Kupfer. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, läuft. Scharfschützengewehr, wir haben unsere Impro-Reparatur. Die ist nicht uns. Die ist taktisch. Was macht die denn taktisch, würde ich sagen? Also, würde ich gerne mal wissen, so. Stahl, Holz und noch ein bisschen Crap. Okay. Gut, weg mit dem Kram. Dann können wir wieder auf Reisen gehen, Doc Meat. Yay! Yay, yay, yay. Machen wir mit Yay. Und machen wir mit Yay. Gut, sonst. Ich habe auch die Fusionskerne hier reingetan, nur für den Fall. Ein paar Splitterbomben und sowas ist da alles noch drin. Da, wir haben nicht mehr so viel mit. Ihr seht es ja hier, Raketenwerfer ist auch noch da drin. Die Bajonett-Impro-Pistole und so. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut war. Lassen wir erstmal alles da drin. Ich würde hier gerne jetzt umbauen, dass wir hier das machen können, aber vielleicht mache ich das mal im Off. Wenn ich mal Bock drauf habe, so nebenbei. Okay, wo können wir hingehen? Wir haben noch ein paar Quests. Die Siedler von Sommer
von Somerville Place. Somerville Place eigentlich. Feuerunterstützung haben wir noch. Das Polizeirevier Cambridge. Dann Diamond City. Das will ich aber noch ein bisschen hinauszögern. Wir könnten die Feuerunterstützung mal angehen, aber... Wo ist das? Ganz da unten. Ah, das haben wir ja schon mal gesehen, ne? Ist irgendwie nicht so cool, muss ich sagen. Da will ich gar nicht hin. Oder? Wollen wir einfach mal da hinlatschen? Einfach mal so durch die Prärie querbeet und gucken, was auf uns zukommt. Könnten wir eigentlich. Konservenfabrik, Monsignor Plaza. Ja, zum Plaza kommen wir am schnellsten, oder? Ich würde sagen, wir machen mal diese unsinnige, sonstige Nebenquest. Oder was heißt unsinnig, aber die... so. Und, achso, ich sollte noch reisen. Schnellreisen ist da schon von Vorteil. Warte mal, wie viele Leute haben wir hier? Immer noch 7, komisch. Verstehe ich nicht. Da müssen wir hin, das heißt, wir könnten eigentlich von Backstreet Apparel dahin. Über die Brücke. Habt ihr ja gesehen. Ich glaube, da kommen wir hin. Aber ich will eigentlich von der anderen Seite mal da rein. Ah, nicht von dort aus. Gehen wir von Grey Garden mal dahin. Grey Garden finde ich auch toll, das würde ich auch gerne noch ausbauen. Na, könnt Gegner zurückwerfen und so den Angriff unterbrechen. Was ist das hier bitte für eine Nahkampfwaffe? Alter, damit kann man doch nicht zuhauen. Obwohl doch, da den Arm durchschieben durch die zwei Ringe und dann damit zukloppen. Wie krank, ne? Das kann ja wohl nicht sein. Ist das eine neue Powerfaust? Mit 3 Stahlstreben noch drin, im Stahlbeton? Oh nein. Ein Redsturm. Oh Leute, wir müssen hier weg. Nee. Das tue ich mir nicht an. Dann gehen wir doch von hier aus dahin. Ich will keinen Redsturm. Pistolen sind für gewöhnlich klein und erfordern eine Hand zum Abfeuern. Dazu zählen unter anderem 10mm und .44er Pistole, also 44er Kaliber. Alien Blaster und Gamma-Kanone. Es gibt wieder einen Alien Blaster, Leute. Geil. Geil. Den fand ich schon im ersten Teil awesome. Unglaublich awesome. Vor allem, weil es die meisten Gegner einfach ge-one-hitted hat. Das war so gut. Ja, aber das hier ist ein einfacher Revolver mit einem anderen Lauf vorne dran gepappt. Einen durchlöcherten Lauf. Keine Ahnung warum. Warum brauchst du jetzt so lange zum Laden? Na gut, die Stadt ist auch ein bisschen größer, ne? Vor allem mit Katalognummern da dran. Wir müssen da hinten hin, das heißt wir müssen hier über die... Radio Trinity Tower Signal, okay. Wir müssen hier über die, Dings. Über die Brücke. Na guck mal, wie sportlich doch Gerlinde ist. Das hätte in Fallout 3 nie funktioniert. Niemals, nie nicht. Okay, da kann man die auch nur so aus dem Automaten holen. Das ist echt ein bisschen schade. Wer füllt denn die nach, wenn da nur 6 Flaschen drin sind? Die zwar gekühlt sind, aber trotzdem. Die füllt doch kein Mensch mehr nach. Oh, cool, wie das aussieht. Ne? Ich müssen wir jetzt gerade dahin. Scharfschützengewehr haben wir ausgerüstet. Ich laufe nur noch versteckt rum, Leute. Hier sind so viele Raider. Wir haben mal gesehen, dass da Raider drin waren in dem Apparel. Backstreet Apparel. Wow. Das sieht richtig mal wie eine Stadt aus. Das ist so gut. Aber was das da darstellen soll, weiß ich nicht. Und ich habe Angst davor. Und da ist die Polizei Cambridge wahrscheinlich. Cambridge? Cambridge College? Ich meine Boston, ja. Ist das doch. Ist doch da, oder? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher, aber... Oh no, wir müssen schwimmen, wirklich. Wollt ihr mir das echt antun, dass ich hier schwimmen muss? Wisst ihr, wie viel Red das kostet? Ah. Interessant, dass wir nicht mehr sehen, wie viel Red das Wasser hat. Ich habe immer gedacht, das geht über den... Oh nein. Das geht über den Pip-Boy. Anscheinend nicht. Dass wir es deshalb halt wissen, weil der Pip-Boy das scannen kann oder sonst irgendwie oder einen Tropfen Wasser da reinmachen, dann untersucht er das auf Strahlung. Geigerzähler hat er ja dabei, ne? Das wissen wir ja, man hört es ja. Aber nur wenn wir uns direkt in Red befinden, was ein bisschen kontraproduktiv ist. Psycho und Holzlöffel. Den Holzlöffel lassen wir da. Oh nein. Du bist gut? Oh, das ist ein Geschützturm. Okay. Ihr seid böse. Wisst ihr was? Oh nein, ich kann nicht speichern. Was? Ein legendärer Meyerlock. Ich hab's mir nämlich gedacht. Du Drecksstück. Ah! Au! Oh nein. Komm her. Hör auf. Ah.
Wie erwartet, ne? Wie die Drecksau einfach wartet, bis ich nachlade, um zu schlagen. So ein Penner, ey, so ein Dreckiger. So, jetzt auf den Kopf. Denn ich will den legendären Mist haben. Oh nein, jetzt ist er aber sau langsam. Zumindest sollte er sau langsam sein. Oh, ist nicht sau langsam. Warum war der letzte sau langsam und der hier nicht? Scheiße. Ja, yeah, so viel dazu. Damn it. Das ist so kacke, ey. Wisst ihr was? Jetzt machen wir was anders. Ich will die tot sehen, Leute. Ich will die Meyerlurks tot sehen. Dreckigen Mistviecher, diese sind. Direkt so und... Ja, du kannst zappeln, wie du willst, mein Freund. Friss das. Scheiße. Nein, das ist ganz schön mitgenommen. Aber, ne. Okay, das ist ziemlich mitgenommen. Ich krieg den Kopf nicht, ne. Doch. 92%, das muss. Oh, wie er sich heilt, die Sau. Seht's euch an. Er hat irgendwas kaputt. Ich glaube, er hat Beine kaputt oder so. Irgendwas ist bei ihm nicht in Ordnung. Ha, Miststück. Gib mir deinen legendären geilen Scheiß. Oh, toll. 50% mehr Schaden gegen Gude. Ja, die wird zerhackt. Oh oh. Noch einer von denen. Oh Gott, ich habe kaum Muni. Okay. Wie wär's mit dem Kopf? Und tot. Dann. Hahaha. Sehr gut. Das Ding ist so geil, diese Waffe hier. Die ist so gut. Ja, schade. Eine blöde Waffe. Ich hatte gedacht, wir kriegen vielleicht eine gute. Pech. Naja. Müssen wir auf den nächsten legendären warten. Ja, da wir auch schwer spielen, ist die Chance halt ein bisschen höher, dass wir legendäre Gegner bekommen. Ich weiß nicht, wie sehr. Oder wie wenig. Aber sie soll ein bisschen höher sein, heißt es. Wenn wir auf Survival spielen würden, wäre die Chance noch viel größer. Aber ich meine, dann müssen wir mit dem Kram auch fertig werden. Wie denn? Wieso? Auf Survival, Leute. Stellt euch das mal vor. Wenn ich hier schon so Probleme habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das geben sollte. Ich finde mir aber so viel Spaß, dass ich sogar auf Survival mal antesten würde. Mal gucken, vielleicht mal privat oder so. Oder in eine Privatströmer oder sowas. Kann man ja mal angehen. Blast Radius. Drecksscheiße da. Dreckwiesen. Das Game. Ich wollte so ein Kind in den Kopf schießen. Das kann ja nichts dafür, dass es so ein scheiß Game ist. Dass man so einen Kack da draus macht. Ich meine, das ist kein Spiel, der Atombomben. Auch wenn ihr Atomenergie so übelst exzessiv nutzt, aber das ist doch... Oh, da kann man da rein? Das wäre geil. Sieht so aus. Ja, das ist dieses Gebäude, das da. Seht ihr das helle? Das ist der vorgehobene. Ja, die Kammer hat dir auch gut geholfen, mein Freund. Der Filz wird es trotzdem jetzt meinen. Was gehört? Oh, crap. Scheiße, was war das? Nichts war das. Das war... gar nichts. Ach, scheiße, die kriege ich nicht tot. Wenn ich treffen würde, ja, aber ich treffe ja nicht. Komm, die! Stirb doch jetzt! Das ist doch unglaublich, du dumme Troller! Ich meine Troller, die Troller. Lass meinen Hund in Ruhe! Wir versuchen, das Bein abzuballern. Ach, komm schon, weißt du was? Du Miststück! Geh weg! Aua! Oh nein, da oben feuert einer vom Dach! Ah! Der Hund macht das schon. Okay. Und der Hund macht gar nichts mehr. Der Hund ist hinüber. Scheiße. Au, Scheibenkleister! Wollt ihr mich hier... Ey, die wollen mich echt tot sehen, ne? Die Schweinehunde. Das gibt's nicht, wie ich mich hier anstelle bei dem bisschen Viehzeug. Hilfsmittel... Todeskrallensteak. Jetzt. Nuka-Cola. Jetzt. Der hat geblockt, die Sau. Du hast geblockt, du Ratte! Arschkrampe, du Miese, ey. Ich hätte den Billardkönig mitnehmen sollen. Ah, ich muss hier weg. Ich muss Deckung suchen, verdammt. Kann ja wohl nicht sein. Ich renne mit dem Scharfschützengewehr rum. Wo ist der andere? Aha, ich hab's doch gewusst. Nein, komm schon.
Wieso krieg ich die nicht? Die dumme Trolle. Oh, jetzt hat sie sich dahin gebracht, ne? Warum treffen die mich hinter so einem Baum oder ich sie nicht? Ja, Granaten, komm. Ist okay, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen hier angeschlagen bin. Dumme Kuh. Okay, Impro-Automatikpistole, ja, die muss ich jetzt mitnehmen. Baseball brauche ich nicht, der bringt nur Stoff. Stoff und vielleicht noch Leder. Ah, komm, das bringt so nichts. Ne, da muss ich ein ordentliches Scharfschützengewehr mal nehmen. Wie wär's mit unserem Scharfschützengewehr? Der hat gut getan. Ey, wie die aus der Entfernung einfach treffen, ist klar, ne? Wie viel Schaden die mir einfach mal machen. Jetzt hätte ich keine Rüstung an. Dann. Dann. So muss das laufen, Leute. Ich weiß, ich bin total exposed, aber die treffen auch wie die Seuche. Okay, wo ist noch einer? Oh Gott, da oben? Ja, dafür brauche ich auf jeden Fall das Scharfschützengewehr. Oh, hier brauche ich sogar eins mit... Was? Wo ist denn da bitte einer? Hundi ist leider immer noch ziemlich done. Ne, da ist einer irgendwo. Riech mich? Vielleicht du dich? Ach komm schon, schieß voll daneben, ne, die ganze Zeit. Ah, das Gewehr ist zu gut dafür, dass ich so verballere. So, wenigstens treffen. Muss ja nicht immer den Kopf treffen, aber treffen wäre schon gut. Wo bist du, du Miststück? Endlich bist du tot, ja. Oh Gott. Das war wieder ein Akt, ne? Also, da habe ich mich angestellt wie die Seuche. Und ich bin immer noch nicht fertig, wie es aussieht. Die Impro-Pistole brauche ich nicht. Ich brauche nur verbesserte, weil ich da Chance habe, bei Mods wieder gutes Zeug zu gewinnen. Dankeschön, hallo Freund, Freund. Die Maschinenpistole würde ich aber gerne mal mitnehmen, um zu gucken, wie die ist. Hier ist noch einer, ich weiß das. Da oben irgendwo. Wahrscheinlich da oben. Bist du, du Sack? Dann gehen wir erstmal hier gucken. Wo liegt die dumme Trolle? Die war doch hier am Baum. Dämlichen Schweine, ey, mal ganz ehrlich. Ihr habt sie doch nicht alle. So, wo ist jetzt meine Impro-Pistole? Da. Die kann weg. Doch, die Impro-Automatik kann eigentlich weg, weil die bringen nur Stahl eigentlich. So wie ich das verstanden habe. Die Maschinenpistole, da habe ich, glaube ich, eine bessere. Komm, auch weg damit. Brauchen wir alles nicht. Der Billardkühl kann auch weg. Das ist auch Quatsch. Das ist absoluter Bullshit. Okay. Okay. Wo ist der Typ? Wir müssen mal ein bisschen in Deckung laufen. Ich verhalte mich nicht sehr militärisch hierbei. Das ist sicher hier oben, oder? Der wird schon irgendwo hier sein. Der ist gefangen. Den wollen wir nicht die Birne wegballern. Noch nicht. Vielleicht wäre jetzt aber die Pistole besser. Wo ist dieser Raider-Abschaum? Rüstungswerkzeug. Scheiße. Könnte ich all denen ihre Rüstung direkt weghauen? Die respawnen aber auch recht schnell, die Raider, ne? Scheiße, was war das? Ach, da bist du. Hallo. Und tot. Die Pistole ist auf die Entfernung einfach noch optimal, ne? Die ist einfach nur genial. Diese Pistole. Die andere habe ich weggetan, Leute, weil... pfeif drauf. Brauchen wir nicht. Schlagring. Ja, das können wir eigentlich in Lederrüstung nehmen. Wenn ich die hier eh gleich verarbeiten kann, ist das doch super. Dann wiegen die auch nichts mehr. Okay. Haben wir hier noch was? Ja, nicht gerade, dass hier jetzt so viele Raider auf einen Schlag kommen. Ich sag, das sind 2, 3 oder so. Ich muss echt ein bisschen besser planen lernen. Oh. Ne, ich dachte, oh, schade. Ich dachte, das wäre ein Magazin. Das hätte ich wieder was Gutes gemacht. Nee, hab ich nicht.
Hab ich nicht. Warum habt ihr nur diese scheiß Munition? Nur weil ihr Raider seid, ey. Seid so kacke. Das da, die Teetasse und der Untersetzer, die sehen mir nach irgendwas Metallischem aus. Komischerweise. Das ist wahrscheinlich nur Keramik sein. Das ist komisch. Die Farbe halt, ne? Die Farbe ist echt komisch. Ich denke mal, wir brauchen hier erstmal nichts mehr. Ne, okay. Der Part ist schon wieder vorbei. Von daher werde ich jetzt den Part, denke ich mal, beenden. Hier alle Rüstungen von denen einsammeln. Alles Wichtige, zumindest. Und, ja, dann werden wir im nächsten Part weitermachen. Und schauen, was wir hier noch regeln können. Weil, Leute. Sah ja nicht gut aus, ne? So, die nehme ich auch mal mit für den Fall, dass ich da doch noch was rausbekommen kann. Denn ich denke, die Einzelteile, die wir da rausholen können, die sind besser als das, was wir mit dem ganzen Ding hier hätten. Wenn hier gerade sowas ist, dann kann man das auch nutzen. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Fallout 4. Bis dann, Leute. Tschüss.